Aloha, ich grüße euch. Ja, heute geht's um diese ja, Karten oder Alben, wie man das nennen möchte. Ich mach mal auf. Ja, das kann man gestalten, wie man möchte. Das kann man in jeder Größe machen, wie man möchte. Das hier war jetzt ein etwas größeres. Hier ist ein kleines. Hier nochmal in Schwarz. Und hier habe ich eins komplett in Weiß, könnte man noch bestempeln oder irgendwas anderes drauf machen. Man kann Fotos reinschneiden. Es ist ja total egal, für welchen Anlass und wofür. Die sind ganz, ganz einfach. Und wenn ihr wissen wollt, wie man die macht, bleibt dran. Nach dem Intro geht's los. Dran geblieben seid. Also ich nutze für die Grundform nicht ganz so dickes Papier. Am liebsten mag ich das Papier hier aus diesem Block, wo ja eigentlich noch Weiß zugehört. Das ist ja Schwarz, Kraftfarben und Weiß. Das ist auch schon ziemlich ausgeräubert. Dafür habe ich jetzt das weiße dickere Papier genommen und dann natürlich Cardstock, also Designpapier. Dafür auch. Hier habe ich das mit dem dünneren Papier gemacht. Es geht auch, ne, ihr seht, ja, ich weiß nicht, wie lange es hält, aber es geht auch gut eigentlich. Ne? Man ist natürlich hier dann an der Seite nicht so fest, wenn man das hier, es kann halt leichter knicken. Ne? Und hier habe ich dann auch das etwas dickere genommen. So, das, was ihr braucht, ich glaube, wir machen jetzt mal ein kraftfarbenes. Sind eigentlich ja drei Quadrate. So, nehme ich das festere. Wenn hier noch was drin ist, das ist fester. So. Ich nehme mir mal zwei Papiere raus. Dann hole ich mir meine Schneidemaschine und dann schneide ich mir einfach mal drei Quadrate zurecht. Schneidmaschine geholt. Wir haben das hier ist aus einem oder aus drei Quadraten a 20 mal 20. Also machen wir jetzt erstmal ein großes. Wir schneiden uns hier 20 mal 20. Nochmal. Zwar, ja, die wackelt ein bisschen. Da unten ist ein Nupsi abgegangen. Mal gucken, ob ich den wiederfinde. 20 mal 20. Und dann brauche ich ja noch ein drittes Blatt. Hier haben wir wieder für unsere Restekiste Sachen. Dann nehme ich mir noch ein drittes Blatt. Und dann war es das da auch mit den festen Sachen. Dann ist der auch so gut wie ausgeräubert. So. Also, wer mitbasteln möchte, 3 Quadrate 20 mal 20. Also je 20 mal 20. So. Schneidbrett weg. Und ich kipp's nicht um. Schwupps. So. Jetzt braucht man ein Falzbrett. Die mal Kleber mal hier hin. Nehmen wir das Falzbrett und falzen das bei 10 cm. Drehen das einmal.
und nochmal bei 10 cm. So, und jetzt legen wir hier Spitze auf Spitze, also quasi, was heißt Spitze auf Spitze, sondern die Spitze in die Nut und hier auch. Ich hebe es jetzt gleich mal hoch, wenn ich es habe. Oder zeige ich das so mal. Ne? Also die Spitze in diese Nut rein. Und unten auch. Da muss man ein bisschen zirkeln. So geht es auch. Wenn man das hier oben so ein bisschen anlegt, geht es besser. Und da muss man es unten ausrichten. So. Und da falzen wir. Und da ist das erste schon fertig. Mit dem zweiten genauso. Bei 10 cm falzen. Einmal drehen. Auch wieder bei 10 cm. Und hier die Spitze in die Nut, unten auch. Und einmal falzen. Und das machen wir jetzt noch ein drittes Mal. Dann sind wir mit dem Falzen auch schon fertig. Dann geht es nur noch ums Knicken und Kleben und hinterher verzieren. Also das ist, knicken müssen wir noch ein bisschen. Das ist schon mal ein bisschen tricky. Aber auch das kriegen wir hin. So. Das ist ein bisschen gewölbt. So, hier wieder die Nut hier dran. Die Nut, die Spitze, Spitze an die Nut. Bin ich nur mit dir danken. So, und auch hier wieder falzen. Das war's. Falzbrett weg. So, jetzt falzen wir uns das erstmal entlang der Falzlinien. Einmal so knicken. So knicken. Und einmal so. Ne? Also alle Falzlinien nachziehen. So, jetzt ist es, das ist jetzt so ein bisschen tricky. Am besten, falls wenn wir uns das nachgefalzt haben, dieses, dass wir ein Dreieck haben, falzen wir uns das auch noch mal in die andere Richtung. Vorsichtig, dass das Papier nicht bricht. So, so, jetzt habe ich ja hier so, ich kann das mir jetzt so zusammen machen. So. Und das war's schon. Das ist die ganze Kunst. Sehe zu, dass es ordentlich aufeinander ist. Falze vielleicht nochmal nach. Das war's. Machen wir nochmal. Also einmal in der Mitte falten. Dann nochmal zur Mitte falten. Dann zum Dreieck falten, aufklappen, von dem Dreieck her nochmal zur anderen Seite falten, auffalten und dann haben wir schon quasi hier die, wie es sein soll. Gucken, dass ordentlich aufeinander ist. Also es ist total einfach eigentlich. So, und noch ein drittes Mal, ne, entlang der Falzlinien falzen. So. Hier auch nochmal falten, das Dreieck einmal aufmachen und auch zur anderen Seite falten. Und dann hat man schon die Richtung vorgegeben. Fertig. So, jetzt habe ich drei so kleine Teilchen. Ich kann das natürlich unendlich machen. Ich meine, mit dem Großen ist es dann irgendwann schwierig, aber bei kleinen könnte ich das durchaus, kann ich mehrere zusammen machen. So, jetzt muss ich noch mal gucken, wie so. So, jetzt habe ich ja, das ist quasi so mein Deckblatt. Ne? Wenn ich das hier so, ich mache es mal so rum. Ne? Das ist mein Deckblatt. Einmal so rum. So passt es nicht. Also ich habe das jetzt genauso rum, sondern ich drehe das einmal rum. Und da wird es dran geklebt. So, und das nächste, wenn ich das jetzt wieder, ne, so rum passt ja nicht, sondern ich tue es so rum. Und das war das Ganze, guck mal. Und dann
Ups, das war's. Und dann kann ich das auseinander machen. Easy peasy. Mehr ist das nicht. Also, wir kleben jetzt. Ihr habt das jetzt so vor euch. Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich das nach links öffnen kann. Also, so. Da kommt Kleber drauf. Kleber eures Vertrauens. So. Ja. So. Das nicht genauso, sondern einmal drehen und mit der Fläche einmal hier drauf kleben. So. Schön ausrichten, dass das schön gerade ist. So. Das ist ja vorne mein Deckblatt. So. Und jetzt nehme ich das letzte Teil, weil wir in diesem Fall ja drei Teile haben. Und das muss auch wieder aufeinander. Ne? Quasi diese beiden ganzen Quadrate müssen aufeinander. Das heißt, hier tue ich Kleber drauf. Vorsichtig das drauf. Mache ich das zusammen. Tut nicht so viel Kleber drauf, nicht, dass es raussifft, rausquatscht. So, mache ich das schön aufeinander. Jetzt kann ich noch ein bisschen korrigieren, noch ein bisschen schieben. Aber das hier ist perfekt. Wenn ihr schön falzt, dann ist das, dann war es das. Also so. Und jetzt, Moment, hier guckt, ich zu viel Kleber, was ich euch gesagt habe, mache ich falsch, super. So, ja, und jetzt müssen wir mal gucken, wie viele brauchen wir denn. Nehmen wir mal gerade hier ein Stück Papier und schreibe mir mal auf, das habe ich mir jetzt nicht vorher aufgeschrieben. Wo habe ich denn einen Stift? So, jetzt zählen wir, wie viel Designpapier wir uns zurecht schneiden müssen. Wir haben hier vorne, also ich schreibe mir mal auf. Das ist ja 10 mal 10. Jetzt müsst ihr gucken, soll das genauso passen? Wollt ihr einen Rand? Also ich möchte gern einen Rand. Also nehme ich 9,5 mal 9,5. 9,5 mal 9,5. Also ganze Teile, ich schreibe mal ganz, brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal ganz. So, und dann habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber das ist ja halb, ne? 6 mal halb. Also da muss ich halt gucken. Ich schreibe das so auf, weil hier könnte ich ein komplettes Motiv drauf machen. Und hier muss ich ja gucken, auch wegen der Laufrichtung. Ne? Also brauche ich quasi 12 Dreiecke. Ne? Ich habe also 6 ganze Seiten und 12 Dreiecke. Ich suche mir jetzt Papier aus und dann schnibbeln wir mal. Ja, und natürlich ein bisschen Ribbon, womit ihr das zumachen wollt. Ihr könnt das natürlich auch mit einer Banderole zumachen. Wie ihr das möchtet. Ich glaube, das machen wir heute mal mit einer Banderole. Oder wir machen jetzt eins mit Band und das nächste machen wir mit Banderole. So ist doch, so wird ein Schuh draus, ne? Ich gucke jetzt mal nach Designpapier. So, ich habe mir Papier rausgesucht und zwar aus einem alten Action-Block. Der ist schon etwas älter. Der passte mir ganz gut. Ich wollte jetzt mal nichts Weihnachtliches, obwohl könnte das auch für Weihnachten
rausnehmen. Da habe ich mir jetzt die 9x9 Teile rausgeschnitten. Und ja, bevor ihr das außen aufklebt, müsst ihr das Ribbonband aufkleben, ne? Weil das so da reinkommt. Aber wir machen jetzt erstmal die Innenverzierung. Und zwar wir kleben erstmal innen alles auf. Ihr klappt euch das auf. Und ich möchte auf alle großen Quadrate, möchte ich gern dieses Muster hier haben. Ich hoffe, das passt. Die Sonne scheint so hier rein. Ich hoffe, das passt alles. So, Kleber. Das macht Spaß zu basteln. Das ist schnell gemacht. Es sieht kompliziert aus. Und dabei ist das wirklich ratzifatzi. Man könnte ja auch mit Fotos arbeiten. Ne? Man könnte daraus ja quasi so ein Fotoalbum machen oder ein Andenken für einen gemeinsamen Ausflug oder. Da sind ja der Fantasie auch wieder keine Grenzen gesetzt. Man kann es weihnachtlich machen, man kann es zum Geburtstag machen. Ja, halt, oder ein Album raus, man kann Gutscheine reintun, man kann generell irgendwie, keine Ahnung, ob man, hier gibt es doch diese Rubbellose bei Lotto, ne, wer die verschenkt. So, schön gucken, dass ihr überall den gleichen Abstand habt. So, Achtung, Tierkörper. Khaleesi ist hier im Anmarsch. So, ja, ich glaube, Emmy, hör auf. Da, die sitzt am Fenster und da kommt dann ein Hund her und oder jemand will Post bringen und ja, dann macht Emmy, was er soll, wachen und laut geben. So. Ja, ich klebe die jetzt mal alle auf, also innen die beiden noch und dann sehen wir uns sofort wieder. So, innen habe ich jetzt alle draufgeklebt, also die großen. Jetzt kommen wir zu den kleinen. So. Ihr könnt dafür natürlich wieder euer Falzbrett nutzen und wieder hier einlegen, in die Nut rein und schneiden. Da ich aber weiß, dass meine Klinge blöd ist, mache ich das hier mit meinem kleinen Guillotinchen und schneide mir. Lege hier auf die Kante die Ecken und schneide mir da Dreiecke raus. Das ist ein bisschen Zirkelarbeit. Und es geht wirklich besser mit diesem Schneidbrett, aber ich müsste die Klinge wechseln. Ja, wie zu ist, ne? So. Nee. Muss richtig da drauf. So schneidet ihr euch jetzt die Dreiecke zurecht, 12 Stück. Und dann können die auch eingeklebt werden. Ich schneide mir jetzt mal die 12 Dreiecke. In der Zeit kann das ja hier schön auch trocknen. Lege ich mir mal jetzt runter. Und wenn ich die geschnitten habe, dann sehen wir uns wieder. Dann klebe ich gerade einmal ein und dann ja, geht's weiter. So, ich habe mir die Dreiecke zurechtgeschnitten. Und dann kann ich die einkleben, wie ich das möchte, farblich. Und ich kann auch hier nochmal sowas, aber ich mache das, glaube ich, so nach diesem Farbschema. So klebe ich die jetzt ein. Das mache ich jetzt mal. Und dann bin ich sofort wieder für euch da. So, einmal fertig geklebt. Ich zeige es euch. Tada! Na? Und dann könnt ihr das noch weiter verzieren. Jetzt machen wir hier vorne. Schmier mir mein Papier schon mal mit Flüssigkleber ein. Dann kann das ein bisschen antrocknen, während ich dieses Ribbon dann platziere.
So. Ja, dann haben wir das erste auch schon fertig. Wie gesagt, muss noch dann dekoriert werden. Aber da ich ja nicht weiß, für was, wer das bekommt, bleibt es erstmal Planko. Aber ich kann es mir dann rausnehmen, kann dann dekorieren, Sprüche reinstempeln oder Sachen noch reinkleben, was ich dann möchte. So, jetzt nehme ich mir mein Ribbon. Einfach hier auch ein Klecks Kleber hin. Also ist eigentlich auch nichts bei zu können. Drauflegen. Ihr könnt auch doppelseitiges Klebeband nehmen, wie ihr möchtet. So. Und dann guckt da, wenn ihr hier ein Muster drauf habt, ne, legt euch das so, wie es sein soll, vor euch und guckt dann, wie es da drauf soll. Ich gucke jetzt mal. Ich glaube, ich möchte das so haben. So, gucken, dass die Abstände ungefähr gleich sind überall. Und lasst es hinterher gut antrocknen. So. Vorderseite, dann einmal umdrehen. Das Ribbon lasse ich noch ganz. Auch ein Kleckschen Kleber hin. Klebe es hier auch rein. Hier kann ich gucken, dass es ungefähr gleich ist. Nehme mir dann hier mein vorgefertigtes. Guck, wie rum. So passt das. So. Aufkleben. Und dann könnt ihr nach Herzenslust noch verzieren und ja, alles, was ihr möchtet, was das Herz begehrt, was euch dazu noch einfällt. So, wenn ich das, das ist ja jetzt hier noch zusammen, ich packe das hier fest, ziehe, abschnibbeln, gehe später hier noch ein bisschen mit dem Feuerzeug dran. Ich möchte jetzt noch keine Schleife binden. Ich mache es einmal noch auf. Dann lasse ich es ein bisschen trocknen. Und dann zeige ich euch das, wenn es getrocknet ist. Aber einmal mache ich das, ne? So. Mega, ne? Richtig. Also ich finde es cool. Ich lasse das trocknen und zeige es euch zum Schluss. Wir machen aber jetzt weiter mit einem kleineren. Ich gucke mal gerade, ob ich hier... Nee, das ist nicht mehr... so fest. Aber wir können es ja jetzt mal machen in kleiner mit diesem dünneren Papier. Dann muss ich mal gerade messen, was ich da genommen habe. Das sind 14 mal 14 hierfür. Ich schneide mir jetzt 4 Quadrate, 14 mal 14. So, hatte ich gesagt, 4 Quadrate, 3 Quadrate, wie immer. Also 14 mal 14, das heißt, das legen wir bei 7 cm an, weil wir es in der Hälfte falzen müssen. Und hier nochmal einmal drehen, auch wieder falzen und hier wieder Spitze, hier in die Nut rein und hier auch und falzen. Und das Ganze machen wir dreimal. Sieben. Sieben. Und hier in der Mitte. Spitzen schön in die Nut rein. Kontrolliert das auch, weil sonst wird es krumm und schief. So. Und dann das letzte. Und wie gesagt, ihr könnt, Hauptsache ihr habt ein Quadrat. Ihr könnt das in allen Größen, die ihr möchtet, nachbasteln. Ne, wenn ihr irgendwie ein Foto habt oder Gutscheine, was halt
da rein soll, irgendwie verpackt werden soll. Rechnet euch das aus. Also gibt nicht viel auszurechnen. Ihr braucht einfach immer nur Quadrate. Fertig. So, dann knicken wir uns das Ganze wieder in der Hälfte. Falls man sich verfalzt hat oder ist ein bisschen krumm, kann man jetzt noch korrigieren. Hier nochmal zu der Seite. Passt aber alles. Und dann wichtig ist ja dieses Dreieck. So. So, und dann auch. Ja, Emmy hat wieder gemacht, was sie soll. So. Dann machen wir das. Ich falze die jetzt mal gerade, dann können die Hunde sich hier ausbellen. Und dann sehen wir uns weiter, wenn alles gefalzt ist. Obwohl, jetzt sind sie ruhig. Kann ich weitermachen. Ups. So, in der Hälfte. Und dann das Dreieck. Hängt mir hier ein Stück Kleber. So. Das nach vorne und nach hinten. Und zum letzten Mal in der Mitte falzen. Und nochmal in der Mitte. Und das sieht bestimmt auch gut aus, wenn man ja, buntes Papier nimmt. Ne? Mal ein blaues, mal ein pinkes. Also sind ja auch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Erstmal. So. Und nochmal Retour. Fertig. So. Ja, und wenn man das hier hat, ist das ja ganz einfach. Lässt sich das hier schön mittig zusammenlegen. Jetzt kann man noch auch hier korrigieren, bevor man die Falzen richtig nachzieht. So. Hier. Muss man dann das gleiche so rum. Ja. So. Und was sagt er? Ist einfach, oder? Das ist total easy. Ich will mich auch ein bisschen mehr wieder auf diese Origami-Sachen auch nochmal fokussieren. Da kann man so tolle Sachen mitmachen. So. Ja, jetzt haben wir unsere drei Dreiecke. Jetzt lege ich mir das, wie ich das öffnen möchte, so hin. Nehme das nächste. Und da muss ich das ja so festkleben. Das machen wir jetzt nochmal. Ich glaube, ein bisschen übertrieben mit dem Kleber. So, das einbauen. Kleber schön verteilen. Ne? So, dann sieht es ja so aus. Also ich halte es mal, wenn ihr das so seht ihr das. Und dann das nächste. Dann halt so wieder rein. So, das hier drauf, schön in die Ecken und schön zusammenfalten. Jetzt kann man hier auch noch mal gucken, dass nichts absteht. So, Kärtchen, also Rolling, fertig. Ich suche mir jetzt mal wieder Designpapier und dann sehen wir uns wieder. So, aus diesem Block habe ich mir was ausgesucht. Den gab es mal
bei Action, ist schon was älter. Und ja, wer hat nicht Unmengen von den 15x15 Blöcken? Und vielen ist das Papier ja zu dünn. Ich arbeite eigentlich ganz gern damit, habe aber auch Massen davon. Und der durfte es werden. Ich habe mir das hier zurechtgeschnitten. Das soll außen hin. Und hier innen drin habe ich es mir schon mal reingelegt. Ich klebe mir das jetzt nochmal an. Ich habe mir auch schon alles zurechtgeschnitten. Ich klebe mir das an. Dann zeige ich euch das. So, einmal fertig beklebt. Ne, ganz anderer Style. Kann man mit buntem Papier machen. Also Fantasie, keine Grenzen gesetzt. Und jetzt wollten wir ja eine Banderole machen. Schau mal. Das passt nicht. Das hier ist ja lang genug. Sehr schön. Hier geht's auf. Die Banderole machen wir dann so drum. Einfach ein Stück Cardstock. Knicken, knicken. Also ich messe mir da auch nichts Großartiges aus. Ein bisschen Spiel lassen. So. Und dann Schüsschen Kleber. Reicht schon. So. Dann kann man das natürlich auch noch schön verzieren. Zieht das dann ab und hat falsch rum abgezogen. Nee, falsch gepackt. Und hat dann diese tolle Karte mit dem Effekt. So, ich fummel das mal wieder da rein und lasse es mal ein bisschen trocknen. Ich habe wohl hier für das Deckblatt, habe ich mir noch mal ein bisschen von dem dünnen Kraftpapier auch noch mal zurechtgeschnitten in 6,5 x 6,5, weil ich es mit Flüssigkleber geklebt habe, sonst wellt es zu sehr. Und gerade fürs Deckblatt war mir das so lieber. So, jetzt zeige ich euch nochmal die andere Karte. Da habe ich ja den Schlupp drum gemacht. Wie gesagt, Variationen. Vielleicht habt ihr auch noch eine andere Idee, wie man es zumachen kann. Aber ich finde, die geht ganz easy. Sieht richtig klasse aus. Hier waren ja meine, ich euch am Anfang gezeigt habe. Und dann kann man variieren, ob zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum Jubiläum. Die war jetzt weihnachtlich mit dem Wichtelpapier von Action. So alles mit Actionpapier gewerkelt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr es nachbastelt, postet es gern in meine Facebook-Gruppe. Der Link ist unten in der Infobox. Ja, ansonsten, ich habe ja noch viel zu zeigen. Ich habe schon wieder ein bisschen was gewerkelt. Es ist aber noch nicht fertig. Ich muss das noch zusammensetzen. Hier kommt auch noch ein Deckel drauf. Das wird eingeklebt und dann haben wir hier so einen ganz großen, ne, so ein quasi Goodiebag, oder man kann irgendwas reintun, was man möchte. Habe ich einmal in etwas größer mit buntem Papier und einmal auch mit 15x15 Papier mit einem schönen Block. Da würden Teeverpackungen reinpassen. Ist aber noch nicht fertig. Wenn ihr da auch Interesse dran habt, Bescheid sagen, kommt dann irgendwann. Ihr Lieben, ihr wisst, ne? Lang dauert es, aber es kommt. Ja, das war's. Jetzt habt ihr die Chance, meinen Kanal zu abonnieren. Das ist kostenlos. Aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und ja, bleibt gesund. Ihr Lieben, wir sehen uns. Tschüss.